Ashen Bucket, Masterpiece Created. Puppies. Und ich hab Zeug. Okay. Na, gucken wir mal. Trade. Ja, wir haben nicht viel, was wir anbieten können. Werfen wir mal alles, was wir haben, in den Pot rein. Außer den Wooden Splint. Dann gucken wir mal. Sie verkaufen Clay, Clay, Clay. Toyboot. Buckets. Holzschwerter, also Waffen und so Zeug. Coats und Capes, Socken. Jede Menge Seeds, die uns nichts bringen, weil die für draußen sind. Die Früchte nehmen wir mal alle. Bayberries nehme ich auch noch gerne. Na komm, nehmen wir noch alles, was wir hier so an Früchten und Beeren finden. So, dann würde ich sagen, macht ihr noch einen guten Profit, der Trader. So. Ah, wonderful. Thank you for your business. So. Das heißt, ich kann jetzt den hier wieder wegbuchen und meinen Broker wieder wegnehmen. Seid fleißig am Schaffen. Wooden Buckets sind komplett. Wir haben noch mehr Puppies und wir haben die Karawane. Ach so, das Zeug müsste ich erst noch claimbar machen. So, Forbidden Items.
So, dann können wir mal gucken. Das hier ist. Ein alles. Das hier ist ein alles mögliche Stockpile für Food. Außer Pflanzen und Früchte. So, der Part kann weg. So, und dann noch Repaint this Stockpile. Dann gucken wir mal kurz in die rein. Hier kommt Meat, Fisch. Unprepared Fisch ist auch okay. Eier kommen hier rein. Ist okay. Mild plant können wir mal rausnehmen. Und Pflanzenextrakte können wir hier rausnehmen und können beides mal hier rein tun. Hier. Und Mild plant auch so. Gut. Dann als nächstes geben wir einmal. Mal gucken, wo fällt's rein? Nee, das ist der Tanner Shop. Der müsste hier drunter dann sein. Also einmal einen Butcher. Nochmal. Farming. Einen Butcher. Mit einem Kalkblock. Und nochmal Farming. Einen Tanner. Auch mit einem Kalkblock. So, dann brauchen wir hier zwei neue Stockpiles. Hier kommt Leder rein. So. Und hier kommt Refuse rein. Also nicht das hier, nicht das hier. Oder auch keine Body Parts. Da kommt das ganze Zeug rein. Fürs Erste. Das heißt, hier oben in unserem Refuse Stockpile. Kommen nur die Sachen hier rein. So. Als nächstes gebe ich mal in Auftrag
hier noch 2 Etagen tiefer zu graben. Oh, Dampstone. Ja, okay. Das heißt, wir graben hier jetzt erstmal aus. Und fangen an, hier die ersten Grabkammern zu bauen. Ein Rock Coffin, bitte. Höchste Aufgabe, bitte. Und am besten noch eine Tür gleich zu. Burial. Und dann noch eine Tür. Okay, die muss erst hergestellt werden. Schon wieder Migrants. Wir werden langsam welche. Spinner, Presser, Potashmaker. Okay, der ist schon klar. Fischcleaner wird nach unser Fischer. Jeweler und Gemsetter, Hunter, Ranger. Woodworker, den können wir zu Wood machen. Ja. Aber erstmal den Zwerg beerdigen. Ah, er ist gerade dabei, die Tür zu machen. So, jetzt können wir die Tür platzieren. Und jetzt, Tump. Accept. So, und da wird unser Metalworker jetzt drin begraben, hoffe ich mal. So, finden vielleicht seine Überreste Ruhe. Wir kriegen keinen Geist vor allen Dingen. Und die schlechte Laune unserer Leute hört vielleicht auf. Ach, unser Jäger jagt, okay. Von mir aus.
So, mal gucken, wo kann ich. Ah, Pets Livestock, genau. Ach, ich kann dir Farmers Workshops auch zuweisen. Kann ich aber auch mit männlichen Puppies machen. Hauptsächlich will ich jetzt erstmal die hier schlachten. So, was sagen die, nicht die Stocks? Küche. Das soll da erstmal verbraut werden. Seeds sollten eh nicht. Das sollte auch nicht. Und das kann verkocht werden. Also geben wir. So, dass er Zeug brauen soll. So, wir haben keine Munition mehr. Ja, Work Orders. Doors. Mach mir davon mal gleich 20. Gucken wir mal kurz Labor. Wer kommt denn noch als Stone? Nur er hier. Dann wird auch noch ein Graver. Was dann machen wir noch den Gems? Setter zum Dings, so. So. Irgendwann muss ich mich auch mal ums Militär kümmern. Tasks.
Jede Menge Plan-Seeds-Tasks. Das wollte ich eigentlich nicht. Places, Locations, Logpiles, Workshops. Das ist auch nett, dass das so übersichtlich ist. Justice. Okay, Justice.